Liebe Schwestern und Brüder, zum Ende der Lesungen aus dem Buch der Weisheit begegnet uns heute dieses schöne, anrührende Wort, das wir, so Gott will, in wenigen Wochen wieder hören dürfen. Als tiefes Schweigen, das all umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da sprang dein allmächtiges Wort vom Himmel. Dieses Wort ist seit jeher für die Weihnachtszeit und für das Geheimnis der Menschwerdung, der Inkarnation adaptiert worden. Das ist eines der großen Alleluja-Kompositionen der Gregorianik, Dum Medium Silentium, oder auch ein Introitus einer Weihnachtsmesse. Wahrscheinlich hat dazu geführt, der Nachsatz nach einem Zwischenstück: dieses Wort berührte den Himmel und stand auf der Erde. Das ist so etwas wie eine Erklärung der Christologie. Wer Christus ist, mit göttlicher und menschlicher Natur, in einer Person. Er berührte den Himmel und stand auf der Erde. Aber so sehr wir so weihnachtlich gestimmt werden, wenn wir die Annahme dieses Verses in der Liturgie hören, so stellen wir doch fest, es ist eigentlich ein eher österliches Wort. Denn es kommt aus der Nacht der Befreiung von Ägypten. Nur von hierher erklärt sich der Nachsatz, dass dieses Wort vom königlichen Thron herabspringt, als harter Krieger mitten in dem das Verderben, in das dem Verderben geweihte Land. Es trug das scharfe Schwert eines unerbittlichen Befehls, trat hin und erfüllte alles mit Tod. Es ist der Durchgang des Buches der Weisheit durch die Heilsgeschichte. Es ist der Versuch, überall nach der Weisheit Gottes zu suchen. Und man findet sie natürlich auch in dem Befehl an den Engel, die Erstgeburt Ägyptens zu töten, in jener Nacht der Befreiung. Auch dieses Wort gilt heute noch. Alles, was sich dem Wort Gottes entzieht, was sich ihm entgegenstellt, an Ungehorsam, auch an Tod, an all dem, was Gott will, den das Buch der Weisheit so schön den Freund des Lebens nennt, weil er alles ins Dasein gerufen hat, alles, was dem entgegensteht, ist wirklich dem Tod geweiht und verfällt seinem unerbittlichen Befehl. Denn gerade das Buch der Weisheit schärft uns doch ein, dass Gott ein Freund des Lebens ist, dass er das Leben will. Aber dieses Leben gelingt nur in Verbindung mit dem göttlichen Wort, weil dieses göttliche Wort allein befruchtend, lebensstiftend ist. Deshalb finden in diesem schönen Wort heute, wenn man so will, Weihnachten und Ostern zusammen. Beides sind die großen lebensermöglichenden Feste, die wir im Jahreskreis begehen. Christus, das ewige Wort des Vaters, wird einer von uns und geht als Mensch auf dieser Erde durch diese Zeit und durch den Tod hindurch. Aber eben durch den Tod hindurch. Und legt uns und allen, die von diesem Schicksal bedrückt sein mögen, oder ganz konkret, wie jetzt in unserem Nachbarland, davon bedrückt sind, von Trauer oder schockiert sind, allein dieses göttliche Wort legt eine Spur des Lebens durch den Tod hindurch.